In diesem Videotutorial geht es um das analytische System von Stützen in Revit mit dem Sophistic AMG. Je nach Verhältnis der Stützenabmessung eignet sich als analytisches System der Stütze eine Linie mit Kopplungen oder eine Membranscheibe. Der Sophistic Analytical Model Generator oder kurz AMG unterstützt den Tragwerksplaner bei der Wahl des Systems. Um die Vorgehensweise zu verdeutlichen, habe ich hier drei Stützen modelliert. Stütze S1 hat die Abmessungen 30 auf 60. Das Stützenverhältnis der langen zur kurzen Seite beträgt somit 2,0. Bei der Stütze S2 betragen die Abmessungen 30 zu 90 mit Stützenverhältnis 3,0. Und bei der dritten Stütze liegt ein Stützenverhältnis von 135 zu 30 gleich 4,5 vor. Die Stützen sind verbunden durch Unterzüge B zu H 30 auf 50 und an den Enden schließen Wände an. Hier in der 3D-Perspektive ist die Situation auch ganz gut zu erkennen. Es könnte sich beispielsweise um einen Fassadenverlauf handeln. Ziel muss es sein, dass wir ein konsistentes analytisches Modell erhalten, bei dem die Systemlinien der Stützen, der Unterzüge und der Wände durchgängig sinnvoll miteinander verbunden sind. Schauen wir uns die Stützen an. Das Berechnungsmodell der Stütze wird dimensionsreduziert als analytische Linie dargestellt. Wir schauen jetzt hier im Moment aber von oben drauf. Daher ist hier nur ein Punkt jeweils zu erkennen. Die Linie befindet sich also mittig jeweils im Stützenquerschnitt. Wenn ich die Ansicht etwas drehe, sehen wir also hier die Stützenlinien. Auch die Unterzüge werden dimensionsreduziert als analytische Linien dargestellt. Die Linien befinden sich von oben betrachtet mittig, hier, hier und dort im Querschnitt und seitlich betrachtet liegen sie an der Oberseite des Unterzugs. Der Sophistic AMG kann das komplette analytische System für uns erzeugen und wir können mitteilen, wie die analytischen Linien verbunden werden sollen. Zusätzlich können wir regulieren, ab welchen Stützenabmessungen wir Kopplungen zu den angrenzenden Bauteilen vorsehen wollen und ab wann eine Stütze nicht mehr als Linie, sondern als Wandscheibe, also als Membran betrachtet werden soll. Ja, ich behaupte oder habe behauptet, dass der AMG das analytische System komplett erstellt, also lösche ich es heraus. Jetzt gehe ich auf die Konfigurationseinstellung des AMG und editiere die Standardkonfigurationsdatei. Auf dem Kartenreiter Geometrie analytischer Elemente finden wir hier die Geometrie von Stützen. Der erste Schwellenwert, hier mit dem Verhältnis 2,8 eingetragen, besagt, ab wann Kopplungen zwischen der Stütze
und den angrenzenden Unterzügen bzw. Wänden angeordnet werden sollen. Liegt also das Stützenverhältnis unter dem Schwellenwert, wird der AMG versuchen, die analytischen Systemlinie der Unterzüge mit der analytischen Linie der Stütze in eine Ebene zu bringen. Das soll hier an der Stütze S1 erfolgen. Wir haben dort ein Verhältnis von 2,0, also kleiner 2,8. Liegt das Stützenverhältnis über dem Schwellenwert, wird der AMG starre Kopplungen zwischen den analytischen Systemlinien der Unterzüge und der analytischen Linie der Stütze anordnen. Das soll also hier an der Stütze S2 erfolgen. Wir haben dort ein Verhältnis von 3,0, also größer 2,8. Des Weiteren haben wir hier eine Checkbox. Wenn wir die Checkbox aktivieren, dann werden Stützen ab einem zweiten Schwellenwert nicht mehr als Linie, sondern als analytische Membran, also als Wand modelliert. Ich aktiviere die Checkbox und setze den Schwellenwert auf 4,0. Nun verlasse ich das Eingabefenster mit OK und werde nach einem Namen für meine neue Konfigurationsdatei gefragt. Ich nenne sie White Columns. Okay. Ja, lassen wir den AMG die Arbeit für uns erledigen. Ich aktiviere die 3D-Ansicht des physikalischen Modells und starte den AMG Schritt 1 vorbereiten. Als Konfigurationsdatei wähle ich White Columns aus und sage Ausführen. Was hier genau passiert, habe ich in den vorherigen Videos zum AMG ja ausführlich erläutert. Nun gehe ich zum AMG Schritt 2 erzeugen. Auch hier wähle ich als Konfigurationsdatei White Columns und sage Ausführen. Ja, und schon hat der AMG das analytische Modell gemäß unserer Vorgaben erzeugt. An der Stütze 1 wurden die analytischen Unterzugsachsen in eine Ebene mit der analytischen Stützenachse gebracht. An der zweiten Stütze wurden starre Kopplungen zwischen den analytischen Systemen der Stütze und der Unterzüge erzeugt. Kann man hier sehen, es handelt sich hier um festgehaltene Translationen in alle drei Richtungen. An der dritten Stütze wurde als analytisches Stützensystem nun anstelle einer Linie eine Membranscheibe, also eine Wand, entsprechend angeordnet. Ja, genau, was wir erreichen wollten. Super. Ein Hinweis noch zu diesem ersten Fall. Das in eine Ebene bringen der analytischen Unterzugsachsen mit der Stütze funktioniert nur dann, wenn die zulässigen Grenzwerte eingehalten sind. Nochmal zur Wiederholung, das habe ich ja ebenfalls in vorherigen Videos zum AMG ausführlich erläutert. Es gibt hier in den Einstellungen Grenzwerte, wie weit die analytischen Systeme angepasst werden dürfen. In unserem Fall
haben wir hier bei Balken in Querrichtung 50% eingestellt. Und genau bei diesen 50% sind wir hier auch gelandet. Die Achsen der Unterzüge wurden aus der Mittellage um jeweils 15 cm verschoben. Also von hier nach dort und von hier nach dort. Das entspricht genau 50% von der Balkenbreite, die ja bei 30 Zentimetern liegt. Hätten wir hier also einen geringeren Wert zugelassen, dann wäre die Lösung mit einer ebenen Lage nicht möglich gewesen. Als Lösungsvorschlag könnte man dann entweder händisch ins analytische System mit Revit-Bordmitteln eingreifen oder aber den Schwellenwert für Kopplungen in unserem Fall unter die 2,0 setzen. Wir können das ja mal ausprobieren. Also Anpassungsgrenze, Balken in Querrichtung, sagen wir mal auf 30% und den Schwellenwert für Kopplungen auf ja, 1,9, also kleiner als dieses Verhältnis von 2,0. Okay. Okay. Physikalische 3D-Ansicht aktivieren. AMG Schritt neu erzeugen. Ausführen. Vorhandene Kopplungen werden gelöscht. Okay. Ja, und fertig. Jetzt haben wir also auch an der Stütze 1 hier Kopplungen. Gut, ich hoffe, meine Ausführungen zur Modellierung des analytischen Systems von Stützen in Revit mit Hilfe des Sophistic AMG ja, haben eine Art Aha-Erlebnis bei Ihnen ausgelöst und das Video hat Ihnen gefallen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.